Herzlich willkommen, liebe Online-Gemeinde. Sonntag, der 17. Mai und das Evangelium aus den Abschiedsreden nach Johannes, gleich im Anschluss an das Gleichnis vom Weinstock und den Rebzweig. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es ist ein großer Reichtum in diesen Abschiedsreden, das Vermächtnis des Herrn, unerschöpflich wirklich für uns zum Bedenken und Auslegen und die Dinge in unser Leben hinüberziehen und sie wirklich werden lassen. Die Liebe, die Jesus zu uns hat und zu der er uns ermächtigt und auch auffordert, ist nicht die Liebe des großen Gefühls und der Schmetterlinge im Bauch, das vielleicht manchmal auch, aber das ist nicht das, was man gebieten könnte und auftragen, sondern die Liebe Christi zu uns und der Christen zueinander ist ein tiefes, erkenntnisreiches und beharrliches Wohlwollen des einen zum anderen. Das ist das gute Auge, der gute Blick Gottes, der auf uns ruht. Nicht inquisitorisch und registrierend, sondern ein Blick der Güte und der Freundlichkeit und der Barmherzigkeit. Also das ist die Liebe, mit der wir geliebt werden und die wir einander schenken sollen. Wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann bleiben wir in den Geboten des Herrn. Der meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Die Gebote Christi sind nicht Verhaltensmaßregeln und Rituale, sondern Gott und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und diese Liebe, wie gesagt, das ist tätiges Wohlwollen zum anderen. Ein guter Blick auf ihn und sie. Wenn wir diesen guten Blick aufeinander haben, dann sehen wir im Anderen die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Jesus sagt: Ich werde einen anderen Beistand zu euch senden, der für immer bei euch bleiben wird. Ich kann nicht für immer bei euch bleiben, weil mein Leben als Mensch unter euch zu Ende geht. Aber der Geist, mein Geist und der Geist des Vaters, den der Vater zu euch senden wird, wenn ich bei ihm bin, der wird bei euch bleiben, alle Tage bis ans Ende der Welt. In diesem Geist, in dem, was der Geist in euren Herzen macht und wachsen lässt und was er und das Licht, das er durch eure Augen scheinen lässt, das Licht, in dem dann die Welt auch in einem anderen Licht erscheint, der bleibt für immer. Den verliert er nicht mehr. Und in diesem Geist werdet ihr auch die anderen erkennen, wie sie wirklich sind. Also mit diesem guten Blick, den Gott auf uns hat, der uns manchmal überfordert, weil das, was wir da sehen beim anderen, nicht so toll ist, um von uns selber gar nicht zu reden, dass wir am liebsten nicht in den Spiegel schauen würden. Aber wenn der Geist in uns ist und uns hilft, dann bekommen wir diesen guten Blick. Die Welt, sagt Jesus, also die Welt, die sich selber produzieren will und von Gott nichts wissen will, die kann diesen Geist nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Sehen können wir ihn aber nicht in uns, sondern sehen können wir den Geist nur, wie er in den anderen wirkt. Und die anderen sehen ihn in uns. Also in diesem Schauen auf den anderen und ihn gut sein lassen und ihn gelten lassen, darin bereitet sich die Erkenntnis des Heiligen Geistes vor. Das ist die Hinterlassenschaft Jesu und die hält uns und die Christenheit lebendig bis zum jüngsten Tag. Gott segne und behüte sie alle.